Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, und wir sind hier immer noch in Steinfälle. Und keine Ahnung, da ist so eine Falltür, die uns hier reinlockt. Wir sollen Tyrion verfolgen. Hoffentlich ist er nicht abgehauen. Gucken wir mal. Töte Tyrils Doppelgänger. Ja, der kann was. Der gute Tyriel. Oh, das ist ein Doppelgänger. Und das blaue Ding haut tatsächlich schon wieder ab. Manchmal bekommen die Schurken trotzdem ihr Fett weg. Das Leben ist kein Märchen, aber die Schurken. Hey, Ulof, du erwartest mich hier. Ich hörte Ruvali schreien. Ja. Sie sagte, ihr habt es hier heruntergejagt. Ja. Ich habe mit der Waffe ausgeholt, aber es entwischte. Und Ruvali ist in Sicherheit, ja? Sie ist oben und trauert über der Leiche ihres toten Gatten. Geht jetzt hinauf. Und wenn ihr Ehemann sich zu rühren beginnt, dann tötet ihn mit Feuer. Mit Feuer. Jawohl. Geht hinauf. Mein Herz ist schwer. Und gehe ich jetzt hier hinauf. Und dann ist dann da Ruvali. Ist nicht da, oder? Ich muss da auch nicht rausgehen. Also muss ich hier oben irgendwas machen. Ruvali, du bist da oben. Oh je, ja, da liegt ja dein Ehemännchen. Also Ehemann. Wir wollten die Plantage erweitern. Mhm. Wir hatten vor, diese nutzlosen Katzenmenschen gegen ein paar starke Bretonen und Rotwardonen einzutauschen. Na dann. Willst du denn Götzen haben hier? Ich möchte nichts, was diesem schmutzigen Katzenmann Rashadar gehört hat. Wer war es, der das Monster hierher brachte? Okay. Er muss wissen, wie man es wieder los wird. Ja dann. Machen wir mal den Quest zu Ende, oder? Der Katzenmann ist im Bauernhaus inmitten der Plantage. Vielleicht ist er geblieben, um zu beobachten, wie wir von seinem Monster in Stücke gerissen werden. Mhm. Diese niederträchtige Bestie. Okay. Hier, nehmt den Götzen. Ich will ihn nicht in meiner Nähe haben. Na gut, also du bleibst hier und ich rede mal mit dem Kaschid. Wir müssen ja da schon was tun hier. Gegen diesen Formwandler. Den Odo, der... Keine Ahnung, der Steinfälle. Wo bin ich denn? Da bin ich. Und Rashadar ist da unten. Rashadar, warte mal schnell. Ich muss noch schnell die Spinnennetze hier looten. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Ja, das ist ein tolles Gebiet. So, Rashadar, du schaust irgendwie noch nicht so... Ihr bringt Rashadar den Götzen des leeren Mondes. Ja, ja, ja. Die Monde führen euch. So, bist du jetzt dieser Monsterbeschwörer hier? Ja. Ja. Rashadars wunderschöne Frau, seine kostbare Jazadi. Mhm. Ihre Hiebe rissen ihr das Fell vom Leib. Was? Sie starb unter ihrer Folter. Okay. Deshalb hat dieser den Dromatra gerufen. Mhm. Rashadar bedauert dies. Okay. Aus Hass zu handeln, bringt nur noch mehr Leid. Ja, da ist wohl was dran. Was ist ein Dromatra? Wenn Rashadar viele Nächte hätte, könnte er es erklären. Mhm. Okay. Wir vereinen die Götter von Tamriel mit den unseren, damit wir uns besser integrieren können. Mhm. Wir tun es aber auch zu unserem Vergnügen. Doch es gibt kajitische Geister, die außerhalb von Tamriels Pantheon stehen. Dunkle Geister. Sie... sind die Dromatra. Daedra. Egal. Wie halten wir den Typen auf? Benutzt den Götzen gegen die dunklen Geister. Ja. Und tötet sie dann, um ihn aufzuladen. Okay. Solange ihr den Götzen führt, wird alles, was von euch Besitz ergreift, aufhören zu existieren. Mhm. So werden wir das Monster aufhalten. Dieser muss sich bei Ruvali entschuldigen. Trefft uns in ihrem Heim, wenn der Götze aufgeladen ist. Ja, also ob die deine Entschuldigung so annimmt, kann ich mir jetzt nicht so recht vorstellen, aber probier's ruhig. Ich soll jetzt den Götzen gegen die Geister verwenden. Kann ich machen, es sind bloß keine mehr da. Alle weggedingsbumst. Und was ist mit der armen Unjazi? Die zerknitterte Notiz.
Nachdem die Gefangenen befreit sind, bringt sie zu den Quartieren östlich der Scheune. Dort haben wir Waffen versteckt. Rüstet sie aus und macht euch kampfbereit. Chikur. Ja, da ist wohl so eine kleine Revolution am Gange. Und die brauchen dann ja, wenn hier Revolution ist, brauchen die die Hefe nicht. Und auch hier den Ginseng und so. Ja, Fischschleim vor allem. Gut. Ja, dann hätte ich jetzt gerne irgendwie... Ja. Diese Scherbe. Dankeschön. Und während wir uns jetzt hier von der Scherbe erholen, machen wir mal eine kleine Werbepause. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Und schon sind wir wieder da und es kann weitergehen. Ich brauche hier, und zwar genau hier, 5 von denen wahrscheinlich. Albtraumverwüster. Und was ich natürlich auch brauche, sind Runensteine. Wow, jetzt habe ich den falschen Knopf gen gedrückt. Gleich 3 von der Sorte, das ist gut. Die sich so ein bisschen hier zusammen hinstellen. Aber außer einem Apfel habe ich jetzt da nichts davon gewonnen, ja. Hier könnt ihr nochmal Spinnweben holen. Was habt ihr denn damit vor? Ich will eine Rakete bauen. Ja, ich muss jetzt hier was machen, aber da ist nichts. Also, da. Albtraumschänder. Benutzt den Götzen gegen die Geister. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch hier. Ich muss die Götzen gegen die Geister verwenden. Also, wie soll ich denn den Götzen gegen die Geister... Ah, so mache ich das. Haha. Und jetzt? Weiß ich nicht. Töte sie. Ich muss sie erst dingsen und dann kann ich sie dansen. Okay, dann dingen sie sie erst. Genau, so. Und dann dansen ich sie. Ja, ist doch logisch. Manchmal muss man das so machen. So, der nächste bitte. Da ist irgendein Singspiel. Wer ist das? The next one. Also, hinlaufen. Dingsen. Und aua, umstoßen lassen, mein Schwan. The next one, please. Ich brauche nur noch 2. Gibt sie auch hier hinten? Ja, die gibt es auch hier hinten. Kann ich jetzt den hier, den da und dann noch den auch? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann war's das jetzt. Meine Freunde. Abgeschlossen. Aber bevor ich jetzt hier zu Rivali gehe, gucke ich erstmal da rein. Was gibt's denn hier Schönes? Die Schriftrolle eines Sklaven. Fasst euch alle ein Herz. Quatisch wird Feuer legen und Rashada wird Geister beschwören. Um Chaos zu stiften und Jazi wird die Gefangenen befreien. Nee, herbringen. Trefft Chekur am Kürbisfeld bei den Stellen. Seid bis dahin tapfer und gedenkt der Heimat. Ja, ich sag's mal so, wenn man die Leute nur lange genug unterdrückt, hauen sie dir ins Gesicht. Geht. Das ist kein Problem. Okay, dann würde ich ja mal vorschlagen, dass wir... Jetzt da Chikur, weiß nichts. Das nervt mich ein bisschen, dass das Add-on hier nicht in der Lage ist. Wo waren die nochmal? Die guten Himmelsscherben. Ja, jetzt ist es besser. Gucken wir jetzt erstmal nach Rovali hier oben. Ob die zwei sich vertragen oder dass sie schon an die Gurgel gegangen sind, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass die sich nicht so gerne gemocht haben? Schließlich macht ja die gutste
Mutti hier, rassistische Mutti, die Katzen für alles verantwortlich. Oh, Katze ist gar nicht da. Okay, Rovali. Bashadar bat mich um Verzeihung. Ja, das hat er gesagt. Das Biest hat von Verständnis und Veränderung gefaselt. Mhm. Das Tier, das für den Tod meines Tiri verantwortlich ist, hat es gewagt, mich anzusprechen. Naja, also, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Er sprach von Frieden. Er sprach von seiner toten Frau und seinem gequälten Volk. Ja. Er täuschte Trauer vor. Doch die Khajiit sind nicht zu echten Gefühlen fähig, oder? Was ist das? Natürlich. Schaut euch meinen lieben Tiril an. Rashadar muss für Tirils Tod büßen. Ihr gebt mir doch recht, oder? Nein, mache ich nicht. Ich weiß, dass Rashadar aufrichtig um seine Frau trauert. Ihr glaubt das. Ja, aber natürlich. Aber mein Tiril. Es reicht. Es sind genug gestorben. Ja, wo ist Rashadar jetzt? Die Katze ist in die Ställe gegangen. Sagt Ulof, dass er uns dort treffen soll. Okay. Rashadar möchte, dass ihr das Totem bei irgendeinem gottlosen Altar östlich des Kürbisfelds einsetzt. Ja, gut. Sobald ihr das Totem verwendet und Ulof gefunden habt, könnt ihr uns am Stall treffen. Stall. Er sagte, dass euch das Ritual schützen würde. Wenn ihr die Kreatur tötet, während ihr das geladene Totem in der Hand haltet, wird sie vernichtet werden, sobald sie versucht, euch besessen zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ihm das glauben kann oder nicht. Ich auch nicht, wir werden es ausprobieren. Komm, Basti. Oh, Olaf. Wie geht's dir? Ich sah einen Khajiit aus der Tür rennen. Mhm. Was ist hier los? Ach, das ist nur Rashadar. Und er hat einen Plan, um das Monster zur Strecke zu bringen. Wir gehen alle zu den Ställen, okay? Ich soll mich von Milchtrinkern und Katzen herumkommandieren lassen? Und jetzt nicht auch noch du, so ein Rassist. Das wird lustig. Okay. Ich werde dort sein. Alles klar, finde ich gut. Dann, let's go. Dann sind wir jetzt so weit, dass wir hier Chikuru finden können und den Altar benutzen könnten. Nicht weit weg, oder? Das ist eigentlich alles gleich ums Eck. Schauen wir uns da vorher noch um. Die Jugend hier kümmern. Es ist nur eine Schande, umgehauen zu werden, wenn man nicht wieder aufsteht. Du, Basti. Sag mal ganz ehrlich, Basti. Möchtest du nicht Kann ich euch bei etwas helfen? Ja, ich möchte, dass du bald 10 wirst und dann gehst. Weil deine Sprüche kann ich eigentlich nicht mehr abhaben, ja? Keine Gnade. Bist du eigentlich so. Ich dachte ja, dass du netter bist. Aber irgendwie nervst du mich. Lag da nicht gerade Chikur tot rum? Das ist doch völlig uneffektiv. Wie willst du denn die Revolution anführen, wenn du... Okay, eine Karte, eine versiegelte Botschaft hat er dabei. An Vahara, nördlich der Plantage. Dann sollten wir da mal hingehen, nördlich die Plantage. Ja, aber jetzt machen wir als nächstes hier mal diese Geschichte. Let's go. Was ist das denn hier? Der Mond, Alter. Hm. Na, dann benutzen wir den mal. Oh oh. Oh oh. Mir geht's nicht gut. Ja, und jetzt? Betretet die Stallungen. Wie schaut's hier aus? Rashadar, Rovali. Warum sollte mich der Tod seiner Frau interessieren? Nein, warum nicht? Seht ihn an! Ja. Er ist ein Tier! Nein. Er ist hier der Feind! Nein. Mein Tiril. Er hat mir meinen Tiril genommen. Wo ist denn Olaf? Ich habe ihn bei meiner Ankunft nicht gesehen. Na, da kommt er. Aber er muss hier gewesen sein. Rashadar wurde bereits gefesselt. Olaf muss... Augenblick. Olaf? Rashadar ist gefesselt, ist mir gar nicht aufgefallen. Hm. Ist denn Olaf noch Olaf oder ist Olaf schon böser? Ich muss hier heraus. Ja. Seht her, der Verlust eines Fremden könnte unser Gewinn sein. Bitte was? Wendet den Götzen auf Olaf an? Dann mach ich doch glatt.
Ja. Was macht er? Na, laufen wir doch mal Olaf hinterher. Olafi, wo bist du denn? Egal, wo er ist. Ich tue erstmal diese Kiste hier aufmachen. Die ist schließlich einfach. Nur weil er einfach ist. Ich werde irgendwas schönes Grünes rausziehen. Spinnensalbe. Haltet eure Augen nach einer Schenke offen, wo wir das ausgeben können. Na klar. Oh, Olaf. Wer ist hier? Ja. So. Blau. Will er mich übernehmen, oder was? Nee, war's das? Konnte mich jetzt nicht übernehmen und deswegen ist er jetzt... Ui, guck mal. Da gibt's einen schweren Sack. Habt ihr etwas gefunden? Ja, unbehaart wird dieses Ahorn. So, dann... Rovali? Meine Hände lassen mich im Stich. Okay. Ich kann nicht glauben, dass ich auf euch gehört habe. Habt ihr dieses Monstrum getötet? Verstehe nicht, was deine Hände mit meinem Glauben zu tun haben, aber Olaf ist tot. Gut. Aber ich werde diesem Khajiit nicht verzeihen, dass er für Tirils Tod verantwortlich ist. Selbst wenn er mir vergibt, dass seine Ehefrau gestorben ist. Mhm. Aber ich denke, hier gab es genug Tote. Oh ja. Die Kukule des Hausvetters. Erhöht Lebensmagie und Ausdauerregeneration. Es macht vielleicht Sinn, das Ding anzuziehen, weil ich nämlich dann 5 Gegenstände hätte. Ich verliere dann kritische Wertung, aber ich habe dann 5 Gegenstände, wenn die mit einer Waffe... Oder habe ich die jetzt schon? Naja, schauen wir uns gleich mal an. Rashala nimmt Reis aus. Rovali bleibt alleine zurück. Ihr habt einen gefährlichen khajiitischen Geist aufgespürt und vernichtet. Ja, so bin ich. So bin ich. Ja, dann sollte ich noch mal ein bisschen looten hier. Das sollte sich als nützlich erweisen. Ganz genau. Und dann sollte ich mich ganz kurz mit Basti noch mal besprechen. Und die Frage klären, was wir als nächstes machen.